Nierentransplantation in Folge 5 bei dem Surgeon Simulator. Ja. Und ja, damit herzlich willkommen zurück zum Surgeon Simulator mit mir, Reflex. Ich begrüße euch herzlich. Wir fangen direkt an. Wir haben ja in der letzten Folge gemerkt oder beziehungsweise herausgefunden, wie Nieren aussehen. Und ja, jetzt werden wir natürlich versuchen, die Nieren zu operieren oder beziehungsweise die Transplantation durchzuführen. Mittlerweile habe ich so ein wenig mich schlau gemacht oder ein bisschen rumprobiert in den Pausen. Also ich habe ja jetzt eine längere Pause gehabt, weil ich ja zwischenzeitlich ein bisschen Plants vs. Zombie auch gespielt habe. Oh Mann, und yeah! Ah, aha. Yeah, aha. Aha, aha. Yeah, 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 yeah. Wenn ich mir so vorstelle, dass das so im OP abläuft. Oh mein Gott. Ich will gar nicht operiert werden. So, ich werde mal versuchen, das Ganze ein wenig, so wie ich es in der Pause probiert hatte, versuchen anzugehen. Ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Schauen wir mal. Ganz vorsichtig ein Loch machen. Vielleicht hier auch nochmal. Ich habe das falsch gegriffen. Ich muss das anders greifen hier, das Dingen. Das klebt mir irgendwie falsch in der Hand. Ja, super, ganz toll. Jetzt fällt es mir auch noch aus dem Bild. Ja, jetzt fällt es mir auch noch aus dem Bild. Ja, ich wusste es doch. Oh nein. Das heißt, ich werde das Skalpell mal nehmen. Und dann mal das so versuchen, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn das... Natürlich funktioniert das nicht so, weil ich nicht sehe. Und weil ich hier nicht sehe und wie sind... Meine Güte. Ich glaube, ich tue das Richtige. Ich hoffe es zumindest. Hallo? Ich meine, beim letzten Mal hat das auch so geklappt, irgendwie. Uah. So, dann werden wir mal... So, dabei habe ich einen guten Tipp bekommen vom findigen Freund oder findigen Folgenschauer, ein YouTuber, der mir gesagt hat, ich soll die Spritze... Natürlich mir nicht selbst die Spritze geben, sondern den Patienten. Weil damit dann, so ein bisschen... Hallo? Weil er dann damit weniger Blut verliert. Jetzt habe ich es mir wahrscheinlich selber gegeben, ne? Steck mal in meinem Auge, so. Und nochmal. So, jetzt verliert er nämlich nichts mehr. Ihr seht's. Das Dumme natürlich dabei ist jetzt bin ich selber high. Wo greift er mit seinen Wurstfingern hin? Och nein. Auch das mache ich jetzt nochmal, das ist jetzt nein. Neu starten, so. Neu starten, also. Nein, das verwirrt mich nur, dieses High-Sein. Das verwirrt mich nur total. So, also nochmal von vorne. Erstmal das Tuch weg, so. Und wo ist jetzt die coole Mucke hin? Ach, die kommt jetzt erst. Yeah! Aha, aha. Ich werde trotzdem das Ganze mit dem Skalpell ausprobieren. Erstmal werde ich die Säge weglegen, die stört mich hier ein wenig. So. Genau, so. Und dann werden wir hier mal ein wenig vorsichtig schneiden. So, ich hoffe mal, das ist richtig so. Ich hoffe, ich schneide da. Ich hoffe mal, dass ich da richtig schneide, aber ich sehe nämlich überhaupt nichts hier. Hallo? Hallo? Immer schön hin und her, genau, immer reinpopeln da, so. Und dann müssen wir hier unten, glaube ich, auch noch. Genau, so. 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 Das sieht jetzt eklig aus, aber das wird, versprochen. So, jetzt erstmal den Becher weg. Und jetzt nicht in die Spritze fassen. So. Erstmal ins Gesicht drücken, die Spritze. So. Genau, so.
Ja, die liegt schon wieder so ungünstig. Hui! So, hier. Gedärme. Na, da hinten müssen wir, glaube ich, auch schneiden. Das heißt, vorsichtig nicht die Spritze nehmen. Nein. So. Ich glaube, da hinten müssen wir auch noch schnibbeln. Ah, hupala. Ja, wenn er mal da hinten, ich sehe überhaupt nicht so, wie der das Skalpell hält. Das gibt's auch gar nicht. Hallo. Willst du mal da hinten schneiden? So, ich glaube, war das jetzt richtig? Ich weiß das gar nicht. Ich schnibbel hier einfach rum. Beim letzten Mal hat das so schön geklappt, wie ich das da hinten so geschnitten hatte. Ich weiß es gar nicht. Probieren wir es mal aus. Legen wir das Skalpell mal hin. Nee, anscheinend ist es doch noch nicht. Komm raus da, du! Sag mal, lässt du wohl los? So. Nee, das kriegen wir doch noch nicht raus. Ich dachte, wir werden dem Patienten nochmal eine Spritze verabreichen. Ne, damit es ihm gut geht. So. Hallo? Hallo? So. Nehmen wir nochmal das Skalpell. Ich will das nochmal ein bisschen anders nehmen. Das ist mir irgendwie. Weil man sieht da sonst nichts. Das ist ja das Problem. Wenn das Skalpell falsch liegt. Ja, das sieht schon besser. Ja, das ist. Ja. Hallo? Mein Gott, er ist so hohl, ein Skalpell zu nehmen. Ja, schmeiß es doch direkt aus dem Bild. Natürlich. Warum denn nicht? Lass mich auch verarschen, ne? So, vielleicht jetzt sehen wir jetzt vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht, ob ich jetzt hier schneiden muss oder war das oben? Wo war das denn nochmal? Irgendwo musste ich schneiden, das weiß ich. Das Fleisch, das frische Fleisch musste ich schneiden. Lecker Erdbeersoße. Gibt's doch nicht, Leute. Das, also. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ich werde mal da hinten versuchen zu schnibbeln. Vielleicht ist es. Ne, ist auch nicht richtig. War es doch vielleicht hier unten? Nee. Irgendwo musste man schneiden und dann hat es sich gelöst. Ach, jetzt fällt auch noch meine Uhr wieder da rein. Auch das gibt's doch nicht. Ah, jetzt, ja. Sollen wir aber schleunigst ihm die Spritze verpassen. Immer schön ins Auge rein. Genau, die Tetanus-Spritze. So. Jetzt fällt meine Uhr da rein. Das gibt's doch gar nicht. So, erstmal weg damit. So. Das braucht man nicht mehr. So, das sind auch schon die Nieren. Man sieht sie schon. So, weg damit. Hui! Na! Hallo? Sag mal. Und da hinten, da hängt meine Uhr auch drin. Man sieht's, die ist hier unten irgendwo. Die ich aber irgendwie gerade nicht packen. Oh, doch. Schwester, könnt ihr die mal sauber machen? Dankeschön. So, jetzt müssen wir die Nieren natürlich wieder schneiden. Ja, er nimmt das Skalpell nicht. Das heißt, ich muss mir das Skalpell hier richtig. Hä? Was? Wo ist es hin? Ach, da. Ich muss mir das Skalpell mal eben richtig hinlegen, dass ich da die Nieren vernünftig schneiden kann. Nein, ich will keinen Göffel. Ich will auch keinen Göffel nehmen. Hier, ich will die. So, ganz vorsichtig müssen wir jetzt schneiden da. Ich glaube, das war lose. Nein, das war. Müssen wir noch ein bisschen nach da. Hallo? Ja? Ja, genau. So. Spritze geben. Hallo? Hallo? Was? Natürlich nicht. Leg ihn doch direkt das Skalpell ins Gesicht. So, Spritze geben. Damit wir uns hier nicht wegblutet. So, und dann dürfen wir eigentlich schon, so gut wie es geht, die Transplantation
wenn nicht dazwischen kommt, erledigt haben. So, lecker. Chili-Bohnen. So, wenn ich jetzt mal... Hallo? Hallo? Ich möchte gerne die Niere greifen. Hallo? Hallo? Ich möchte... Ist denn sowas möglich? So, jetzt aber. So, jetzt aber. Weg damit! So. Und dann dürfte es eigentlich gewesen sein. Huch. Das sieht aus wie zwei Kackwürstchen, ehrlich. Das ist doch der Wahnsinn. Boah, bloß nicht runterschmeißen. So, Niere Nummer 1. Und Niere Nummer 2. Nein! Was? 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 Warum? Weshalb? Wieso? Ach, da liegt noch... Ach, da liegt noch Darm drin. Vielleicht müssen wir das noch rausholen. Kann es sein, dass wir den Darm noch rausholen müssen da? Aber da komme ich doch nie im Leben dran. Ich muss erstmal die Nieren da hinten hinlegen, wo sie hin müssen eigentlich. Hallo? 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 Ich würde gerne den... Ist denn sowas möglich? Hallo? Ja, liebe Leute, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um circa 20 Minuten. Hey, ist denn sowas möglich? Muss ich denn wirklich dieses Stück Darm da rauspopeln? Ich habe das doch geschafft jetzt. Das kann doch nicht sein. Das ist doch... War doch klar, dass es beim ersten Mal Vorführeffekt wieder nicht klappt. Das ist doch irgendwie, ne? Also, popeln wir nochmal ein Stück rum bei ihm da. Ja. Ja, natürlich. Genau. Na, ah, hier liegt die Spritze. So, liegt die mal... Nein! Oh, ich sehe schon... Ich sehe es gleich schon kommen. Gleich habe ich sie wieder im Arm, die Spritze. Ach, jetzt sind die auch noch falsch rum, die Skalpelle am Liegen. Es gibt's noch nicht. Ja, wie gesagt, liebe Leute, das ist die Nieren-OP, die ultimative Challenge für jeden, der das kennt. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das hier mit irgendwie geschnitten kriege. Nee, anscheinend nicht. Obwohl, die Niere liegt schon gar nicht mehr so schlecht da hinten. Oh nein. 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 Ich wusste es. Hallo? Ins Auge pieksen. Pieks ihm ins Auge. So. Oh nee. Was ein Finale. Aber ich kriege aber auch dieses Stück. Das hängt da. Das. Ihr seht's jetzt. Ich kriege es einfach nicht. So, komm da raus, du Scheißdingen. Das wird wohl das sein, was woran es hapert. Aber jetzt kriege ich das doch nie im Leben mehr raus, da dieses Kackstrecksdingen da. Meine Güte, komm raus da, du. Dieser scheiß Wurm. Mal gucken, dass ich jetzt hier irgendwie irgendwas nehme, womit ich das da rauspopeln kann. Na super, aber nicht so. Ich muss irgendwas haben, was ich irgendwie nach unten greifen kann. Ja, so liegt das doch. Ja, vielleicht so. Uah. Ich sehe doch nichts. Ich sehe doch nichts. Alles ist bunt. Alles ist bunt. Alles ist bunt und ich bin high. Ganz langsam, Herr Doktor. Alles wird gut. Alles wird gut. So, jetzt müsste es aber... Also wenn es jetzt nicht klappt, ich hatte die Schere so schön gerade in der Hand gehabt. Ich glaube jetzt, oder? Haben wir es jetzt lose? Hallo? Hallo? Ganz cool, Herr Doktor. Der Patient wird's überleben. Sie müssen nur ihre innere Mitte finden. Alter, mach fertig, sonst liegt gleich meine innere Mitte hier rum. Nee, wir kriegen es nicht raus. Wir müssen wahrscheinlich dieses Stück Darm... Müssen wir hundertprozentig rauskriegen. Und ich weiß auch nicht, wie wir... Können wir uns irgendwie anders hier wieder zurückpopeln hier? Mit der Spritze vielleicht? Nee. Doch! Ach, mit der anderen Spritze werden wir wieder normal. Oh, das ist ja praktisch. Das muss doch mal einer sagen. So, also wieder ins Gesicht für ihn. So.
Das ist natürlich super, dann haben wir noch gute Chancen, dass es klappt. Das werden. Ja, ich würde sagen, wir könnten auch mal die Hände waschen. Wir müssen irgendwie, wie gesagt, dieses Stück Darm daraus bekommen. Ich werde mal eben die Spritze hier hinlegen. Das ist so gefährlich. Ja, es war doch schon gar nicht mal so schlecht, wie du das Skalpell gegriffen hast. Ja. Psycho. So, wir müssen irgendwie. Das muss doch so gehen, dass wir das so schneiden können, oder nicht? Schneid doch mal da ab, das Stück da. Hat das jetzt abgeschnitten oder nicht? Natürlich spopelt er da drin rum, aber. Und natürlich trifft er den Darm nicht. Alles andere trifft er aber den Darm nicht. Spritze ins Ohr und in die Backe. So. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir das Ding jetzt doch raus. Wenn ich jetzt mal dahin greifen könnte. Hallo? Nein, es geht immer noch nicht ab. Das gibt's doch nicht. Ich will auch jetzt hier nicht großartig. Huch. Weil er jetzt hier nicht großartig mit Sägen und sowas ausprobieren, sondern einfach mal versuchen, ganz vorsichtig irgendwie. Weil das muss doch gehen, dass man das abschneiden kann da. Das muss doch eine Wirkung haben, wenn man da drauf drückt, oder? Ich verletze schon die neuen Nieren. Der kann bald wahrscheinlich auch nicht mehr auf die Toilette gehen. Ach man, Leute, das gibt's. Oder ist das jetzt lose? Kann das sein? Ah, lass los! Wo ist die Spritze? Nein. Komm her, Spritze. Spritze. So. Ich hoffe, ihm geht's gleich wieder besser. So, jetzt muss man gucken. Das sieht so aus, als wäre das lose. Sieht zumindest danach aus. Wenn ich jetzt mal was. Mein Gott. Nein, es ist immer noch nicht lose und ich kann es immer noch nicht rausholen. Das gibt's auch nicht. Ey, das ist doch ne. Hallo? Ah, das kann doch nicht sein. Das. So, jetzt erstmal mit dem Schreibblatt. Huch. Ja, so wird das bestimmt nicht funktionieren. Obwohl, ne, so vielleicht. Ja. Vielleicht so. Nein, natürlich nicht. So funktioniert natürlich nicht. Warum vor mir jetzt Blut verliert, weiß ich auch nicht, obwohl wir auf Null stehen. Ach Leute, ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Das kann doch nicht sein, dass das nicht funktioniert. Mann. Schau, wisst ihr was, ey? Es ist mir jetzt scheißegal. Komm her, du Scheißding. Komm her. So. Auf geht's. Bob! Ja. War so klar. Wenn es jetzt abgeht, dann würde ich mich kaputt lachen. Ach ja, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen das nochmal in einer weiteren Folge mit ein bisschen mehr Enthusiasmus, mit einfach ganz viel Emotionen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet zu einer neuen Folge Surgeon Simulator. Und dann hoffentlich schaffen wir die Nierentransplantation. Yes! Also, macht's gut. Bis demnächst. Tschüss.